So, dann gucken wir uns hier doch mal um. Aber erstmal darf direkt nach vorne. Ist ja auch ein kurioser Eingang. Hier gleich so ein Knick in der Optik, wollte ich schon sagen. Da geht's runter, da geht's runter. Besser gesagt raus. Das wollen wir aber gar nicht. Oh, was haben wir hier? Orks. Na gut. Zwei Orks und ein riesiges Kampffeld. Das suggeriert doch, dass da gleich noch mehr kommen. Also, die schnell umbringen. Und möglichst nicht in den Pfeilhagel rennen. Du läufst einfach mal in die Ecke, damit wir gleich Computerkampf machen können. Können wir auch jetzt schon. Keine Magie. Und haut die Orks einfach nur schnell um. Genau. 17 Schaden, der erste flieht. 18 Schaden, der nächste flieht. Tada! Oh, was haben wir hier? Ein Beutel. Und warum zur Hölle haben zwei Orks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schwerter dabei? Wir werden wahrscheinlich total überladen sein, aber ich probiere es einfach mal. Und die Gruppe erhält 102 Abenteuerpunkte. Wegen zwei Orks, die auch noch geflohen sind und nicht stehen geblieben. Sehr kurios. Also, du bist überladen. Du bist überladen. Du bist überladen. Du bist nicht überladen. Kannst aber nur noch zwei Unzen tragen, okay? Terek ist es komischerweise auch nicht überladen, kann aber nur noch 53 Unzen tragen. Passt nicht. So viel dazu. Wollte wirklich zurück in die Berge. Eigentlich war meine Idee, ich gehe jetzt einfach mal kurz zurück in die Stadt. Verkauf die ganzen Schwerter und komm dann wieder hierher. Denn die Schwerter dürften ja einiges wert sein. Also ich glaube, das waren 7 Dukaten das Stück. Aber ich denke, wenn wir jetzt Ja drücken, dann kommen wir sofort in der Stadt raus, aber in der falschen Stadt, die nämlich viel zu weit weg ist. Und eventuell kommen wir nicht zurück, weil der Winter schon da ist. Nee, das waren 3 Wochen, bis der Winter da ist. Ach komm, probieren wir mal. Ihr verlasst die vertrackten Gänge dieser Ruine und setzt euren Weg nach Rübben fort. Und sind instant 5 Minuten später in Rübben. Das ist auch komisch. Und hier werden wir uns erstmal umgucken müssen. Ich sehe schon mal einen Tempel für später, das ist schön. Und was jetzt richtig schön wäre, wenn hier auch ein Waffenhändler wäre. Die sind ja immer recht schwer zu finden. Oder ein Marktplatz. Aber für einen Marktplatz scheint mir das ein wenig zu klein hier. Wir haben jetzt gar keinen Händler. Ist doch ein Scherz, oder? Nicht mal ein Krämer, der keine Waffen kauft, dass ich mich darüber aufregen kann. Nö. Sie haben hier nichts. Außer einen Tempel. Und einen Schmied. Aber der repariert nur. Na gut, gehen wir einfach noch weiter nach Daspota. Oh, und wir sollten wieder Mürrim nach vorne schicken. So. Wachen aufstellen nicht vergessen. Terek, Girugon, Gwenlin. So, keine Kräuter. Essen haben wir genug. Und wenn wir jetzt noch mehr finden würden, könnten wir uns gar nicht mehr bewegen. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Auf dem schmalen Pfad kommt euch eine Gestalt entgegengetorkelt. Ihr wollt schon den Betrunkenen freie Bahn geben, als ihr feststellt, dass es sich um eine Frau handelt, die nicht etwa berauscht, sondern schwer verwundet ist. Sie blutet aus mehreren Schwertwunden. Noch bevor ihr etwas unternehmen könnt, hat sie Mürrim an die Schulter gepackt und stammelt ihr ins Ohr. 10 Meilen hinter Rübben. Der Daspota-Schatz. Estorik, das Schwein. Alles voller Fallen. Arg. Wo ist mein Stift? Also, wo ist ein Heilerstift da? Das kommt da an die Ecke. 10 Meilen hinter Rübben. Hinter von wo? Himmelsrichtung wäre besser, aber na gut. 10 Meilen hinter Rübben. Das Potaschatz. Das Potaschatz. Alles voller Fallen, ne? Das Schwein, okay. Bluthusten bricht die Frau zusammen und stirbt. Eine Durchsuchung der Leiche bringt keine weiteren Informationen zutage. Die Abenteurerin beerdigen wir natürlich. Und jetzt sind wir in Daspota.
Und es gibt einen Daspota-Schatz 10 Meilen hinter Rybon. Na gut, ich guck erstmal. Oh, die Sonne geht unter. Müssen wir uns erstmal eine Herberge suchen. Oh, da war eine. Tup, 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 tup. Um einen Tisch sitzen hier vier Bewaffnete, die gerade eifrig Haus und Hof verspielen. Als ihr eintretet, blicken sie euch mehr erstaunt als erschreckt und fragend an. Was treibt euch denn hierher? Wir wollen unser Kommen melden, edle Herren. Nein, nein, wir sagen eine lange und gefahrvolle Suche. Gefahrvoll ist es hier auch, besonders für solche Milchbärte wie euch. Der Milchbart rasiert dich gleich, Lump? Ja, das würde wahrscheinlich Tyrik sagen. Vier Gestalten waren das, Na komm, das versuchen wir mal. Der Milchbart rasiert dich gleich, Lump. Die vier Wachen sehen sich an, greifen blitzschnell zu ihren Waffen und greifen oft mit lautem Gebrüll an. Okay. Ich wollte gerade sagen, das kann ja interessant werden. Aber es wird eher sehr gefährlich, denn wir haben jeder nur drei Bewegungspunkte wegen den doofen Schwertern. Das heißt, unsere Elfen können nicht mehr zaubern. Und Talana auch nicht. Oh, weia, weia, weia. Das kommt davon, wenn man so eine große Klappe hat. Schießen können sie auch nicht. Weil wir falsch stehen. Gehen wir da hin. Abwarten. Oh, Tyrik hat 5 Bewegungspunkte. Tyrik könnte zaubern. Ha, ha, ha. Oh, Talana hat auch 5. Das ist sehr schön. Wie machen wir das am besten? Weil wenn wir jetzt uns so hinstellen, dass sie zaubern könnte, also dahin, stehen wir ihr im Weg. Das heißt, du gehst mal dahin und wartest ab. Oh, du hast auch 5. Dann zaubern wir doch mal einen Fulminictus. Nein, nein, kein Blitz, dich find. Escape. Zaubern. Kampf. Fulminictus. Und gucken wir mal, wie viel die aushalten. 13 Trefferpunkte und er ist nicht tot. Du. Kampf. Fulminictus. 10 Trefferpunkte. Das versuche ich mir mal einigermaßen zu merken. Um abzuschätzen, wie viele Trefferpunkte sie haben. So, du gehst daran. Du gehst daran. Und du kannst jetzt nichts mehr machen, weil er sich bewegt hat. Dahin. So, er hier war der Angeschlagene mit den 15. Ich habe es schon wieder vergessen. Du stehst dich dahin und schießt in den Rücken. So, also er ist jetzt auf jeden Fall schon mal über 20. Hauen wir ihm gleich nochmal einen Fulminictus rein und gucken, wie viel er dann ausgehalten hat. Misslungen. Du stellst dich bei ihm in den Rücken. Abwarten. Also bisher halten sie nur wirklich viel aus. Austeilen geht bisher. Und sie treffen fast gar nicht. So, auf da. Jetzt sind wir bei fast 30 Trefferpunkten, die eine Wache schon ausgehalten hat. Das ist ordentlich. Kampf Fulminictus. Oh, ich kann zwar nicht sehen, wie viele das waren. Aber er hat jetzt fast 30 ausgehalten plus nochmal ein Fulminictus. Also ja, sehr zähe Burschen. Da sollten wir wirklich unseren Schaden fokussieren, damit wenigstens einer erstmal umkippt. Und er flieht, sehr schön. Gehen wir als nächstes auf den da unten. Und den hier. So viel zum Fokussieren. Du gehst mal dahin, hilfst also der unteren Partei. Und nach dem Kampf müssen wir entweder hier in der Stadt uns ausruhen oder weiterziehen. Denn diese Stadt ist irgendwie komisch, dass die jetzt schon uns angreifen, die Wachen. Also okay, wir waren ein bisschen vorlaut. Aber das waren die auch. Naja. Der flieht schon mal.
Atalana. Könnte zaubern. Mache ich doch gleich mal. Und ja, ich würde fliehen wollen, damit wir irgendwo in Ruhe unsere Astralenergie hoch heilen können und unsere Sachen verkaufen. Weil selbst wenn wir hier jetzt irgendwas von ihnen bekommen, hätten wir nicht wirklich viel Platz, um das mitzunehmen. Du stehst nicht so gut. Geh mal dahin. Oh, ein schöner Treffer von Terik. Und du? Kampf. Noch ein von Nyctus. Und der erste richtig Tote. Schön, schön. Du wartest mal ab und du stellst dich da in den Weg. Du schießt ihm in die Seite und Gerogon stellt sich hinter ihn, damit er nicht allzu leicht fliehen kann. Und Talana ist eh alle. So. Und Mürrum hat nichts zu tun. So. Angriff, komm schon. Ah, vielleicht flieht er jetzt. Vielleicht flieht er jetzt. Und vielleicht stirbt er jetzt. Oh, was haben wir hier alles? Ganz viele Skraja, Intermesser, Dolche, Schnapsflaschen. Und Schnapsflasche. Skraja, Skraja, Skraja. Rucksäcke sind voll. Nein. 12 Abenteuerpunkte. Wir finden 2 Armbrüste, 30 Bolzen, 2 Schilder, eine Laterne und Öl. Ja, das ist das Wachhaus, wo wir gerade eingebrochen sind. Wie war das mit der Stadt verlassen? Und warum war das als Herberge deklariert? Wir gehen ganz schnell. Nicht nach Rüben, ich will weiter nach Süden. Genau, Warnheim, das klingt doch gut. So, Gewalt, nein, nicht kampieren. Ah. Der Weg wird von Meile zu Meile schlechter. In der Ferne könnt ihr eine Gestalt erkennen, die euch entgegenkommt. Auf 100 Schritt Entfernung könnt ihr erkennen, dass es sich offensichtlich um einen Jäger handelt. Wir informieren uns mal über die Gefahren in der Umgebung. Oh ja, ihr solltet einen Bogen um das Poter machen. Nein, wirklich? Das Nest wird nur von Piraten bewohnt. Ah, das erklärt es. Das sind keine richtigen Wachen gewesen, sondern nur welche, die sich für Wachen ausgegeben haben. Das Nest wird nur von Piraten bewohnt, die so schlimm sind, dass man selbst beim Hetman darüber nachdenkt, den Ort auszuräuchern. Das Beste, was euch dort passieren kann, ist, dass man euch grün und blau schlägt, ausplündert und wieder aus das Boot rausschmeißt. Ein übles Kaff. Okay. So, hoffen wir, dass wir hier jetzt eine ordentliche Herberge finden, einen Waffenschmied. Und dann bereiten wir uns mal vor, das Poter noch einen Besuch abzustatten. Und eigentlich wartet ja auch noch eine Ruine auf uns. Aber das Poter ist so schön auf dem Weg. So, haben wir hier irgendwas zu verkaufen? Ja, die Glasflaschen, die können wirklich langsam weg. Ich habe zwar gesagt, ich wollte die behalten, um ein wenig für später vorbereitet zu sein, aber langsam wird's albern. Wer hatte noch welche davon? Eine Bronzeflasche kann auch weg. Ah, 50 Silberlinge für eine Harfe. Aber nein, die brauche ich alle vielleicht noch. Und ja, sowas sage ich öfters, ich weiß. Glasflasche, Glasflasche. Den Ring weiß ich immer noch nicht. Fallschwimmen nur 20. Das dürfte ja kein Problem sein. 3 Dukaten, haben oder nicht haben. Und wir haben ein wenig mehr Platz. Das ist beinahe genauso wichtig. So. Firunia von Olport. Das hört sich weiblich an. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob Terik überhaupt noch konkurrenzfähig ist, was Feilschen angeht. Gesellschaft, Feilschen 0. Feilschen 8. Nein, da ist jetzt das Geschlecht ziemlich egal geworden. Also sagen wir erstmal Hallo. Wir sind beeindruckt von eurer Kollektion. Man muss hier in Schwärmen kommen bei der Auswahl. Und wir haben hier ganz viel Zeug, das wir ganz teuer verkaufen wollen. Also ein Schwert, 6 Dukaten.
Den habe ich hier behalten hier. Und da versuchen wir gleich von vornherein mal. Nicht die Orknase. Da versuchen wir jetzt gleich von vornherein mal mit 50 zu feilschen. Das wird vielleicht nicht funktionieren, aber wenn es funktioniert, wäre es richtig, richtig praktisch. So, das kann auch noch weg. Das kann auch noch weg. So viel schöne Beute. Ah, ja. So, und du hattest noch das Säbel und noch ganz viele Skrajas, genau. 78 Dukaten. Da hätten wir gerne 50%. Hier habt ihr das Geld. Sehr, sehr schön. 117 Dukaten. Jetzt könnten wir schon mal 2 Schuppenpanzer leisten. Aber dann sind wir wieder überladen und können keine Sachen mehr mitschleppen und so weiter. Also nein, erstmal nicht. Aber es tut gut zu wissen, dass man es könnte. So, ein Travia-Tempel. Travia haben wir schon mal gespendet. Aber da wir gerade so viel Beute gemacht haben, können wir auch nochmal spenden. So, jetzt speichern wir ab. Und in der nächsten Folge legen wir uns mit den Piraten an. Und gucken eventuell zur Ruine, wenn wir das dann auch schaffen. So, und wir sehen uns gleich wieder.